Futsch. Futsch ist dieser Stadtstaat. Was für eine Pleite in der letzten Folge. Da hat sich doch glatt einer unserer Stadtstaaten in Luft aufgelöst, wurde von einem benachbarten Stadtstaat überrannt und wir stehen plötzlich da, nackt und bloß, ohne irgendeinen guten Plan, Piero Parker, aber immerhin mit vielen tröstenden, liebevollen Kommentaren unserer Zuschauer auf YouTube. Ist das nicht herzerwärmend? Ach ja, ich trockne noch meine Tränen und natürlich, das tröstet natürlich ungemein. Ja, was ist das hier aber auch schiefgelaufen? Das hatten wir irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren. Nicht im Blick, diese Soldaten aus dem Stadtstaat El Ashmunein, verbündet mit den Ägyptern, hatten hier einfach unseren religiösen Stadtstaat, den wir so gerne als suzerän behalten wollten, einfach eingenommen, hinter unserem Rücken. Wir waren schlecht darauf vorbereitet. Eigentlich waren wir gar nicht darauf vorbereitet. Ja, das kann man sagen. Auch nicht darauf vorbereitet, was dann geschehen würde. Und was geschieht, wenn ein Stadtstaat einen Stadtstaat einnimmt, ist der Stadtstaat, der Eingenommene, ist einfach weg. Weg, futsch. Jetzt sind wir klüger. Sag mal, wir haben ja bislang noch gar keine von diesen Metiao-Einheiten produzieren können. Oder Metiao-Einheiten oder wie auch immer. Man könnte auch sagen, religiöse Fanatiker in unseren Diensten. Die konnte man ja nur in diesen unter ganz speziellen Bedingungen herstellen. Sollen wir das mal machen? Können wir machen. Ich will die sowieso mal sehen. Ich glaube, den gibt es auch nur hier in diesem Szenario. Den kann man im normalen Spiel nicht bauen. Cool. Bin gespannt, wie der aussehen wird. In Meroe können wir ebenfalls mal einen produzieren. Hier können wir zum Beispiel nicht. Da haben wir einfach noch ein paar Bogenschützen raus. Oder Handelszentrum, mal gucken. Ja, hier vielleicht, plus zwei. Ja, können wir machen, denke ich. Geht der ratzfatz. Ja. Schadet da nichts. Wollte ich gerade wörtlich sagen. Auf geheimnisvolle Art und Weise sind wir miteinander verbunden. Nicht nur per Webcam, sondern auch über offensichtlich irgendwelche, ich weiß auch nicht, hochenergetischen Schwingungen, die keiner bekannten wissenschaftlichen Grundlage folgen. Gab es damals im alten Ägypten und im alten Nubien? Nubien? Habe ich gerade an Orgien gedacht oder habe ich an Nudisten gedacht? Irgendwas ist mir... Ich weiß nicht wissen. Irgendwas, was ich mit der Zunge gemacht habe, war gerade obszön. Wie komme ich aus der Nummer raus? Indem ich dir das Wort überlasse. Ja, was bauen wir in Rakedet? Wir hatten, vielleicht können wir das kurz nochmal rekapitulieren. Wir hatten ganz, ganz viele Händler gebaut. Einer steht hier in Rakedet, deswegen, und jetzt zuletzt hatten wir in Pitati Bogenschützen gebaut, aber auch sonst haben wir in unserem Reich ganz viele Händler gerade rumstehen, denn wir wollen Handel treiben. Mit wem? Mit diesem Stadtstaat hier. Ein religiöser Stadtstaat on ist Kleopatra hörig. Die hat dort vier Gesandte platziert, wir nur einen. Aber wenn wir all diese anderen kleinen Städtchen und Dörfer auf dem Weg den Nil rauf zum Nildelta erobern und uns zu eigen machen, dann können wir in Girga, in Edfu, in El Ashmunein und wie sie alle heißen mögen, von dort aus möglicherweise Händler hier hinschicken. Auf dem Seeweg, dort haben wir eine große Reichweite, können da viele Glaubenspunkte produzieren. Die bekommt man nämlich, wenn man mit einem religiösen Stadtstaat Handel betreibt. Der zu alledem auch noch eine heilige Stätte hat, ganz genau. Ganz genau. Das heißt, das wird sich richtig gut lohnen, hoffen wir es zumindest mal. Genau, da stehen auch noch die Pyramiden. Genau, das ist der Plan. Wir erinnern uns, in diesem Szenario geht es darum, wir wollen 7 Tempel an Amun-Re für Amun-Re bauen. In 7 Städten brauchen wir 7 heilige Städten mit 7 Obelisken und 7 was noch. Und dann irgendwann kommen diese 7 Tempel. Den ersten davon können wir jetzt demnächst bauen, da diese Technologie Amun, König der Götter, diese kulturelle Ausrichtung, haben wir in 2 Runden fertig. Und dann können wir da, dann sind wir fast auf der Zielgeraden. Bevor wir aber zum Beten kommen, wollen wir erst noch mal ein paar Köpfe einschlagen. Hier in Punt geben wir Geld raus. Wir haben ja jede Menge, 366 Euro. Die puntischen Söldner des Stadtstaates, die sind mittlerweile uns nicht mehr zu Diensten, weil deren Dienstzeit abgelaufen ist. Wir müssen deren Militär neu ausheben. Einmal 320 Gold hingelatzt und hingelegt auf den Holztresen quasi beim örtlichen Stadthalter. Und zack. Für die nächsten 15 Runden haben wir wieder ein riesengroßes Heer, jede Menge Speerträger und sogar Streitwagen. Sehr cool. Cool. Und das Ganze folgt natürlich dem Ziel. Genau, hier sind wir schon fast in der Nähe. Schaut mal da bei Girga, diese nördlich gelegen, diese ägyptische Stadt, schon schwer angeschlagen. Mhm. Diese Stadt wollen wir natürlich jetzt so bald wie möglich erobern und uns zu eigen machen. Ja. Vielleicht können wir da schon mal mit dem einen oder anderen Bogenschützen... Sehr gerne.
brennenden Pfeile hinüber katapultieren. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, aber erst wollen wir mal hier diesen ägyptischen Bogenschützen auf den Wagen. Den müssen wir sicher ausschalten, sonst gibt's Ärger. Auf jeden Fall. Aber das packen wir. Das sollte kein Problem darstellen. Tja, unsere Spezialeinheiten, diese Pitadi-Bogenschützen, sind wirklich Gold wert in diesem Szenario. Sehr schön, wir nehmen den Bogenschützen aus der Stadt, damit der, den wir gerade gesehen haben, befördert werden kann. Möglicherweise. Der Mayanu-Bogenschütze ist erledigt, wunderbar. Dann wollen wir erstmal Girga jetzt erobern und haben hier noch einen ägyptischen Bogenschützen, an den müssen wir auch denken. Klappt das mit dem Erobern jetzt, wäre die Frage, denn die gerade eben eingekauften puntischen Einheiten können nicht bewegt werden. Stimmt. Diese Galeere allerdings, die müsste doch die Stadt erobern können, oder sobald sie... Noch nicht jetzt! Nein, um Himmels Willen. Genau, nachdem wir die Stadt runtergeschossen haben. Ich bin dafür, wir ignorieren erstmal diesen Bogenschützen, der kann da sowieso nicht in die Stadt rein und schauen erstmal, dass die Stadt auf jeden Fall runtergefeuert wird. Ja, was sagt denn die Kampfvorschau dazu? Dass das sehr lange dauert. Tja, das sehr, kriegen wir sehr mit lange. Den drei Bogenschützen nicht hin, nehme ich an, ne? Das glaube ich auch nicht. Da können wir doch hier den Kameraden hier vielleicht fertig machen. Ich würde es fast sagen, genau. Und dann in der nächsten Runde feuern wir mit allem, was wir haben, auf Girga. Die Stadt ist auch belagert, das ist gut zu erkennen an dem Herzchensymbol im Stadtbanner. Das bedeutet, dass die Stadt nicht heilen wird während des nächsten Rundenwechsels. Oh, guck mal, dieser Mayanu-Bogenschütze hat mit einem Lebenspunkt überlebt. Sehr unglücklich. Der könnte auch befördert werden, aber machen wir jetzt wollen aber diesen Bogenschützen noch töten da, oder? Genau. Der hat ja noch überlebt, der eine dort. Das ist wichtig. Ärgerlich, wegen eines Lebenspunkts hier jetzt diese Aktion des Bogenschützen vergeuden zu müssen. Ich hätte doch lieber jetzt auf Girga gefeuert. Ich glaube, du auch. Ja, definitiv. Aber der muss weg. Hier haben wir noch diesen Pitati-Bogenschützen. Den können wir jetzt aber wirklich einmal feuern lassen. Oh ja. Es hat ordentlich was gebracht, aber meine Herren, wir haben schon wieder vergessen, unseren General einzusetzen. Asche auf unser Haupt. Ich ziehe mal hier hin oder hier hin. Geh mal hier hin, nur mal sicher. Nur hoffen, dass er nicht gleich in der im Kampf umgebracht wird, wenn der Speerträger aus Girga herausrückt. Ja, das finde ich gut, glaube ich. Amani Shachetto. Schon mal gehört? Nein. Kannst du irgendwas erzählen aus deinem Geschichtsbuch, das du auf dem Halse trägst? Du verwechselst das mit meinem Kopf. den können wir aufleveln. Ich zieh den mal hier hin. Du feuerst ja so gerne, auch wenn die Bogenschützen auflevelbar wären. Mhm. Ich glaube, wir könnten das in diesem Ausnahmefall tatsächlich mal machen, oder? Jäger beschießen. Erobern können wir die Stadt ja eh nicht. Also ich würde... Na okay, wir machen es, komm. Einfach nur für die Show. Es qualmt und raucht. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht so viele Einheiten hier wegziehen. Wir haben ja gerade gesagt, erobern können wir ihn eh nicht. Das ist ja eigentlich nicht ganz richtig. Wir haben ja immer noch die Galeere da stehen. Kriegen wir noch irgendwo einen Bogenschützen her, der nochmal feuern könnte? Vermutlich nicht, ne? Weil ich glaube, kriegen wir den darüber? Nee. Schau mal, wenn der jetzt noch... Doch der hier könnte, hin. Aber dann kann er von Edfu aus beschossen werden. Das packt er nicht hier hin, aber... Ach komm, wir machen's. Was ist das Leben eines Bogenschützen im Vergleich zu diesem Triumph? Genau. Außerdem wird er das überleben. Einen Beschuss aus Edfu wird er überleben. Glaube ich. Hoffe ich. Ja, bitte. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Jetzt müsste doch die Galeere in der Lage sein. Es könnte funktionieren. Sollen wir es wagen? Ja. Wie aufregend. Ein Seekampf. Noch einmal feuern noch. Ja! Glorreich. Großartig. Juhu, was für ein Triumph. Das war gut. Das war echt gut. Ich glaube, das war dem General zu verdanken. Ruhm und Ehre genießt deshalb nicht die Galeere, die unter Einsatz ihrer letzten Galeeren-Sklaven, die wahrscheinlich jetzt beim Versuch reinzurudern, sich irgendwelche Muskeln gerissen haben, sondern gefeiert wird natürlich der General, ohne dem er das alles nicht geschafft hätte.
Bin ich fester Überzeugung. Der hat's gerissen. Und dem Kommandeur an der Maus niemand Geringeres als... Wir beide, Re und Amun. Befreien ja. und an Gründer Girgar zurückgeben? Nein, statt behalten. Ach, da war ein Stadtstaat. Ja. Du liebäugelst mit dem Gedanken? Nein. Wir hatten ja so unglaublich gute Erfahrungen damit gemacht, Stadtstaaten zu befreien ja. und dann für uns kämpfen zu lassen. Nee, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, Girgar, was das für eine Art Stadtstaat ist. War das zufällig ein. Eigentlich ist es egal. Lass uns die Stadt behalten. Das war eine graue Vorzeit. Ich kann mich nicht erinnern. Ja. Genau. Nicht. Eine heilige Stätte in Memphis steht. Ein Obelisk könnten wir. Oder sollen wir die Tempel bauen? Gleich und darauf sparen. Also ich glaube, es macht jetzt tatsächlich erstmal keinen Sinn mehr, noch Glaubenspunkte auszugeben. Denn da passiert ja in zwei Runden was Besonderes. Mhm. Vielleicht wollen wir das schon mal kurz erläutern. Denn in zwei Runden ist ja hier Amun, König der Götter, diese Ausrichtung hier fertig. Dann können wir, wie vorhin schon angedeutet, diese Tempel das erste Mal bauen, von denen wir an der Zahl 7 benötigen. Aber wir können dann auch eine... Was macht er jetzt? Eine bestimmte Politik reinholen, die wir noch nicht reingeholt haben, oder? Spielst du darauf an? Nee, einen Glaubenssatz wollte ich. Auf einen Glaubenssatz wollte ich hinaus. Ach so, entschuldige bitte. Ja, das war's. Es war keine Politik, es war ein Glaubenssatz. Du genau. hast absolut recht. Und mit dem Glaubenssatz dann können wir viel, viel preiswerte religiöse Gebäude bauen. Genau. Und deswegen sparen wir uns diesen Kauf des Obelisken hier in Memphis auf und machen das gleich, sobald wir den Glaubenssatz aktiv haben, mit dem wir ein wenig schneller oder sehr viel günstiger vor allem Gebäude mit Glauben kaufen können. Plus 4 in einem Handelszentrum, das wäre doch das wahnsinnsfette Beute, das sollten wir machen. Das können wir machen. Steine braucht kein Mensch hier. Ja, und der Enter hier, kommt er hier hoch? Nein, er kommt nicht bis on. Wir müssen noch ein bisschen mehr erobern. Wir müssen uns auf jeden Fall noch Edfu holen. Das klingt wie ein brasilianischer Fußballer. Da holen wir uns noch Chedet. Das klingt wiederum wie ein ostafrikanischer Schnaps. Und dann ziehen wir hier hoch. Und dann wir machen wir das. Wir können ja diesen Händler vielleicht schon mal in die eben eroberte Stadt hochschicken. In Girgar, ja. Ist ein wenig weiter nördlich. Vielleicht reicht es von dort aus schon in der nächsten Runde. Möglicherweise. Das würde ich aber mit dem Siedler machen, der im Augenblick am weitesten südlich ist. Mit dem hier zum Beispiel den transferieren. Händler, aber das entschuldige. Ist eine vernünftige Idee, da hast du recht, ja. Und hier in Girgar reparieren wir als erstes mal das Nilometer. Damit wir mehr, ne? Ja, dauert ja nur eine Runde. Und in Memphis, den Händler, den setzen wir mal einmal auf den Nickerchenzustand. Dito. Weil wir könnten die zwar jetzt hin und her schicken, um Gold zu machen, Nahrung oder Produktion, aber wichtiger scheint uns tatsächlich diese Glaubensgeschichten. 6 Händler können wir potenziell Berichtung anschicken und darauf sparen wir jetzt an. 7 sind es sogar schon inzwischen. Oh, cool. Da oben ein weiterer dazugekommen. Genau, ich glaube, Klasse. Wir haben vorher nochmal einen Handelsposten fertiggestellt. Also ein Handelszentrum. Mhm. Ein barbarischer Speer wird hier beschossen. Du möchtest dem jetzt den Garaus machen, ne? Diesen barbarischen Speer. Ja, weil ich nicht genau weiß, ob der nicht eventuell von irgendwo anders her Barbaren zu uns rüberzieht. Das hättest du nicht gemacht. Du hättest diesen Barbaren verschont, weil du heute deinen guten Tag hast. Nö, ich glaube, ich stehe hinter deiner Entscheidung, das getan zu haben. Alles die, gut. Die Truppen hier reichen, glaube ich, aus, um zu dieser Stadt nach dem mit und seinem brasilianischen Fußballer zu laufen. Wir kümmern uns jetzt schon mal um Ash Amunain. Oder sollen wir Chedet holen? Nee, wir holen der Reihe nach. Wir machen eins nach dem anderen. Genau, also es können ja die Jungs, die hier auf dieser Seite des Nils sind, können ja Ashmonane schon mal bedrohen. Definitiv. Und jenseits, genau. Und also ich meine, wir haben ja 2 große Militärs, 2 große Einheiten, einmal links, einmal rechts des Nils. Das reicht doch. Können wir doch auf 2 Hochzeiten gleichzeitig tanzen hier. Gar kein Problem. Und auch schon eine gute Gelegenheit, um den Kollegen hier den Krieg zu erklären. Ich glaube, wir sind ja schon im Krieg. Wir hatten ja zuletzt versucht, die Krieger hier aus El Ashmunain noch davon abzuhalten, Shagar zu erobern, unseren verbündeten Stadtstaat. Ja. In 3 Runden können wir wieder einen Krieg erklären. Ach, so war das. So genau, ist das leider. Wir konnten das nicht. Ach ja, ich erinnere mich. In der Zwischenzeit könnten wir vielleicht sogar hier oben. Das können wir sofort mit denen schon mal anfangen.
Schaffen wir das, in 3 Runden da hochzuziehen und den da oben schon den Chaos zu machen? Ja, sollen wir hier 3 Runden lang parken? Hügel parken? Oder wir schießen Shedet schon mal runter von 3 Feldern. Können wir denn die Felder von... Ja, können wir die... Oh, schau mal. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Libysche Einheiten, mit denen sind wir ebenfalls im Krieg, hier nordwestlich zu sehen. Tatsächlich. Ein schwerer Streitwagen, den sollten wir sofort massakrieren. Ja, wir wissen natürlich nicht, ob das jetzt nur die, vielleicht nicht einfach auch nur die Vorhut von einer riesigen Truppenstärke ist. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir uns jetzt nicht verrennen im wahrsten Sinne des Wortes. Mal Ausschau halten. Ein Stadtstaat in der Nähe. Wir ziehen da mit allem rüber, was wir haben. Genau. Hier haben wir noch einen Speerkämpfer. Der sollte erstmal drin stehen bleiben, bis die Stadt wieder einen vollen Lebensbalken hat. Der heilt hier am besten. Und mit dem Bautrupp hier können wir im Augenblick gar nichts reißen. Eher im Osten irgendwo, würde ich sagen. Bei Memphis oder so etwas vielleicht nachher. Huch. El Ashumunain-Truppen. Ziehen den noch weiter Richtung Osten, genau. Das wäre vielleicht... Na, das, ich meinte das andere Osten, aber auch okay. Entschuldige, das andere Osten? Meinst du, dass das im Osten liegt und nicht im Westen? Das, was rechts auf dem Kompass ist. Ach so. Genau. Ja, wir ziehen mit allen Truppen hoch. Wir ignorieren mal die Barbaren. Und, hast du nicht gerade noch mich fast dafür ein bisschen geneckt, dass ich diesen einen Barbaren dort in Frieden hätte leben lassen? Und ja. Jetzt möchtest du diesen Speer hier einfach ignorieren? Ja, ich ändere meine Meinung fast so oft wie meine Unterwäsche. Wechsel aber auch nur fast. Ja. Sag mal, so viele El-Ashmunain-Truppen, du hast ja eben gesagt, wir räumen hier erstmal auf, sollen wir die weiter beobachten? Ja. Oder... Ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt gleich eh wieder zurück Richtung Heimat ziehen, ja, was ein bisschen recht. Unglücklich ist, denn dann müssen wir uns gleich mit denen noch auseinandersetzen. Schöner wäre ja gewesen, die Stadt überfallen zu können, während die Truppen gerade auf Wanderschaft sind, aber das wird wohl nicht funktionieren. Und von sich aus werden die uns nicht den Krieg erklären. Den Speerkämpfer, ach, der hat gar keine Einheit, gar keine Lebenspunkte im Augenblick, gar keine Aktionspunkte. Der bleibt erstmal hier drin. Kann im Augenblick auch nichts mehr reißen. Na doch, der. Der hatte nur noch 0,5. Hätte doch den Speer noch beschießen können. Ja, aber er kann ja nicht auf den Speer. Du hast absolut recht. Hallo. Ja, juhu. Einmal feuern, bitte. Ah, ich dachte schon. Na guck, das reicht sogar. Klasse. Prima. Ein Schäferhund weniger in dieser Welt. Und mit dem Bogenschützen einfach Richtung Norden. Und das war's auch schon. Mehr können wir im Augenblick nicht machen. Bisschen wenig Truppen mehr, ne? Ach, wir kriegen das schon hin. Haben wir denn weitere, die ja entstehen? Hier steht ein Petati Bogenschützen. Stadtmauern macht, glaube ich, schon Sinn direkt gegenüber Theben. Ja, und ich glaube, in unserem Kernland, also zu Hause, rund um unsere Hauptstadt und unsere 2 größeren Städte, produzieren wir da nicht sowieso Runde für Runde weitere Einheiten. Weitgehend. Ah ja, ja, genau. Wir haben momentan Fokus auf Händler. Sollte aber reichen. Sollte eigentlich reichen. Tja. Ui, schau mal, der hat den Beschuss aus Edfu überlebt. Wie General Piropaka das vorhergesagt hat. Kluger General Piropaka. Ist Piro eigentlich ein Ehrentitel und Parker dann dein eigentlicher Nachname? Ja, genau so sieht's aus, ja. Liebe Zuschauer, wollt ihr vielleicht den Titel eines Piro verdienen? Dann postet doch mal auf YouTube eure persönlichen Qualifikationen, warum ihr glaubt, dass Parker euch den Titel Piro ehrenhalber verleihen kann. Ich bin Piromane. Oh. Ja. Hier können wir auch noch weiter Kornspeicher reparieren, was auch immer. Erstmal alle Reparationen uns holen. Nein, alle Reparaturen durchführen. Ich wollte gerade sagen, das passt nicht. Ist hier eine feindliche Einheit in unserer Nähe? Nein, ausnahmsweise mal nicht. Das finde ich gut. Theben völlig geplündert. Jetzt versuchen wir uns Edfu zu holen. Genau, das könnte auch schon ziemlich gut... Oh, noch mehr libysche Truppen. Vorsicht, Vorsicht. Wie viele haben wir noch? Noch 4?
nicht in die Kontrollzone reingeraten von dem. Den wollen wir uns ja auch noch holen, ne? Ich würde fast sagen, dass der Beschuss dieser libyschen Barbaren hier auf jeden Fall Vorrang vor dem Beschuss von Edfu haben sollte. Mhm. Wir haben ja keine Möglichkeit, in diesem Szenario Frieden zu schließen, das nochmal als Erinnerung. Das heißt, einmal im Krieg, immer im Krieg, ja. Außer mit Stadtstaaten. So will es zumindest die Sonderregel hier in diesem Szenario. Guck mal, da ist ein Bautrupp aus Onn. Warum ist der hier ganz im Süden? Was hat der hier verloren? Das ist eine gute Frage, auf die ich keine kluge Antwort weiß. Anders formuliert, ich weiß es nicht. Okay. Das ist keine Schande. Man darf auch mal etwas nicht wissen. Edfu wird bombardiert, verliert ganz voran. Schnell... Ja, ich habe schon wieder vergessen, den General vorzuziehen. Du hast ja mich. Stimmt. Also als General. Ich vergesse es zwar auch, aber ich bin klug. Ein kluger, aber vergesslicher General. Unsere Speerträger, die hätten zwischendurch, hätten wir die auch mal benutzen sollen, die hätten ja die Farmen plündern können. Ne? Daran haben wir nicht gedacht. Wir, ja nicht. Wir konnten sie ja letzte Runde noch nicht plündern, weil da haben wir sie ja erst gekauft. Hat wenigstens der ein oder andere eine Beförderung in petto? Nein. Ja, dann müssen wir mit den Truppen, so wie sie sind, hier vorziehen. Ach meine Güte, wenn wir da ein, zwei verlieren, ist doch nicht so ganz wild, sind ja nicht unsere. Dann ist das beim nächsten Mal auch billiger, wenn wir die kaufen. Genau, ja. Das ist vielleicht eine gute Taktik, vielleicht sollte man in Runde 14 von 15 erstmal nochmal die Hälfte der Truppen an die Wand fahren, um sie danach günstiger kaufen zu können, also die übrig gebliebene Hälfte. Kann man direkt angreifen? Vermutlich nicht. Wir machen erstmal eine Runde Beschuss, wir umzingeln die Stadt. Mit Einheiten, die möglichst auch einen Beschuss überleben würden. Den ziehe ich mal hier hin. Das müsste der eigentlich packen. Weil der Bautrupp da drinnen, wenn der versucht, den General zu erobern, das sollte der eigentlich überleben. Das denke ich auch. Na, von dort aus könnte er nicht mehr feuern, genau. 1, 2, 3. Bleibt also hier stehen. Ach doch, er könnte sogar noch, wenn ich das richtig sehe, sogar noch auf das Feld... Ah, nee. Ah, deswegen. Jetzt macht uns... wieso klappt das nicht, frage ich mich gerade. Egal, wir feuern einfach von hier aus. Dann haben wir noch hier einen Bogenschützen. Das haut aber auch wahnsinnig rein, wenn wir da feuern, muss ich sagen. Mhm. Das ist echt cool. Innerhalb von zwei Schüssen hier schon die halbe Verteidigung niedergebombt. Jetzt kommt direkt der dritte Schuss. Und die Verteidigung ist so gut wie futsch. Wow. Dann haben wir noch einen Petati-Bogenschützen. Der könnte ja vielleicht von dieser Seite des Nils aus schießen. Nicht so weit ganz, ja genau. Hätte wieder gereicht. Du hast schon recht mit deinen Impulsen. Ein impulsiver Schnelldenker bin ich. Oder bin ich ein Schnelldenkender, Impulsivmensch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Verteidigung in Edfu futsch, am Ende. Fast futsch. Fast, ja. Ein Pünktchen ist noch übrig. Also ich finde, wir können hier schon nur hochziehen Richtung Shedet. Oder meinst du, wir sollen uns um die Truppen mehr kümmern? Ich würde sagen, ja. Aber es sind ja nur noch zwei Runden jetzt, bis El Ashmunein angegriffen werden kann. Und ich denke, dann sollten wir kurz einen Prozess machen und versuchen, wir können ja auch vielleicht jetzt schon mal unsere Bogenschützen... Obwohl, ja, wir können ja jederzeit wieder zurückziehen. Es ist müssen, echt um die Ecke vor allem, ne? Genau. Es ist direkt vor der Nase. Hierhin. Da hast du schon recht. Ja. Einmal feuern. Oh, da geht's nicht ganz so schnell. Mit dem Beschuss. Aber dafür hat die Stadt auch keine Verteidigung. Ganz genau, keine Stadtmauer. Wir feuern da direkt auf die Gesundheit der Stadt. Dann haben wir hier noch einen guten und fitten Bogenschützen. Dann sollten wir doch noch irgendwo in den hier einsetzen können, beispielsweise. Der kann bis hier ziehen. Ah, der kommt nicht ganz hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feuern kann er da nicht mehr. Der gehört jetzt uns, den wecken wir
ziehen ihn aus der Stadt raus, weil der ist ja noch kampffähig, und benutzen stattdessen den Kollegen hier, der soll hier die Verteidigung erledigen. Dabei kann er auch ausheilen in einem. Sehr, sehr clever. Hier haben wir noch einen Bogenschützen, damit geht es auch Richtung Norden schon mal. Und mit dem Handwerker. Ja. Ziehen wir mal Richtung Osten, der wird uns sonst eh nur gekidnappt. Der kann er ordentlich vorziehen. 1, 2, 3, 4. Ah, der schafft's. Nein, der schafft's auch nicht. Aber in der nächsten Runde kann er dann feuern. In der nächsten Runde kriegt Shedet einiges ab. Er kann auch noch nicht feuern. Wir könnten aber plündern und dadurch heilen. Obwohl, wollen wir El Ashmu 9 plündern? Geht auch gar nicht. Können wir auch noch gar nicht, genau. Weil, ja, leider sind wir uns momentan, befinden wir uns ja noch im Frieden. Also dem geht's hier richtig, richtig schlecht. Zieh ihn doch in die Stadt rein. Nach Girga. Oder da ein bisschen ausheilen vielleicht. Genauso wie die Triere oder die Galeere, die da steht. Da kann man sogar Beförderung machen. Mehr Kampf gegen Marineeinheiten. Und brauchen wir nicht, oder? Haben wir schon mal Marineeinheiten hier gesehen von anderen? Nö, aber das wäre der Weg hin zur Rumpfverstärkung, die ich wichtiger finde als das Seebuch. Ja, da hast du allerdings recht, ja. Und mit dem Händler? Aha, schau dir das mal an. Wir können nach On und bekommen stolzerweise 2 Glaubenspunkte dazu. Naja, das ist ja der Wahnsinn. Immerhin etwas. 3 Gold mehr und 2 Glaubenspunkte. Das machen wir doch, oder? Das machen wir. Führt aber allerdings direkt durch feindliches Gebiet. Ne? Müssen wir also gut schützen, diese Handelsroute. Zumindest momentan durch Edfu, durch Shedet. Aber bis der Händler da angekommen ist, gehören diese Städte toi, hoffentlich schon uns. Das ist jetzt relativ wenig, aber bei 6-7 Händlern mal 2 sind es immerhin 14 Glaubenspunkte. Wenn man 70 plus 14 addiert, dann ist das schon ein dicker Prozentbatzen. Wie viel das ist, können Piro Parker und ich im Kopf jetzt nicht 20, ausrechnen. 20? Ja. Irgendeine magische Stimme raunt mir zu, es könnten 20% sein. Das ist jemand, der auf seinem separaten Rechner gerade einen elektronischen Taschenrechner betätigt hat. Gar nicht wahr, das ist jetzt eine bösartige Unterstellung. Das habe ich wirklich gerade im Kopf ausgerechnet. Das finde ich wiederum bemerkenswert, dass du so geschmeidig lügen, dass du so geschmeidig Äußerungen tätig kannst. Liebe Zuschauer, wir kommen jetzt mal zum Ende dieser Folge. Nächste Folge werden wir uns um brasilianische Fußballstars kümmern. Wir werden weit in den Norden reisen, um dort zu pilgern und zu predigen. Und werden vor allem ein neues Gebäude freischalten, den Tempel des Amun-Re, und uns damit endlich unserem großen Triumph und der Erbauung von 6 dieser Tempel nähern. Nächste Folge wird es heilig. Betet schon mal, betet und preiset eure Götter. Re und Amun.